Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich die Neuerscheinungen aus dem Monat August für euch und es sind echt enorm viele Bücher. Also es sind knapp 30 Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte. Der August ist echt sehr, sehr buchgewaltig, was Neuerscheinungen angeht. Deshalb würde ich sagen, quatsch ich nicht lang drum herum, sondern beginne gleich mit dem ersten Buch, das auch direkt am 1. August erscheint. Das ist nämlich Sunbringer. Das ist der zweite Band der, ich glaube, sie heißt sogar Godkiller-Reihe, zumindest hieß der erste Band Godkiller. Den habe ich ja mit ein paar lieben Mädels zusammengelesen und wir waren alle so ein bisschen enttäuscht. Demnach bin ich noch unschlüssig, ob ich den ersten Band lesen, den nächsten Band lesen möchte oder nicht. Ich wollte ihn euch trotzdem nicht vorenthalten, weil ich einfach weiß, dass ganz, ganz viele Band 1 gut fanden oder toll fanden. Für mich war das Highlight einfach das Cover und die Aufmachung des Buchs und leider nicht der Inhalt. Ich werde euch jetzt den Klappentext zu Band 2 vorlesen. Ihr wisst ja, mein Neuerscheinungsvideo ist das einzige Video, das ein bisschen spoilern könnte. Aber es erscheint eben der zweite Band und deshalb möchte ich euch auch den Klappentext dazu vorlesen. Bei manchen Reihen macht das gar nichts, weil sie ineinander abgeschlossen sind, aber bei fortlaufenden Reihen ist es vielleicht ein bisschen blöd. Muss ich mal überlegen, ob ich das vielleicht irgendwann mal ändere. Aber ich denke halt, Band 2 erscheint, dann sollte die Community auch wissen, was in diesem Buch genau passiert. Jetzt aber genug gebabbelt, ich erzähle euch jetzt, um was es in Band 2 geht. Ein Krieg, der das Land zerreißt und drei Freunde, die sich gegeneinander wenden müssen. Nach König Arryns Verrat ruft Elogast voller Wut zur Rebellion auf und entfesselt einen Krieg. Zu Skeddis Entsetzen ist Ennera fest entschlossen zu kämpfen. Je mehr er versucht, sie abzuhalten, desto schwächer wird das Band zwischen ihnen. Und nicht nur das, Skeddi entdeckt, dass er nicht der einzige Gott ist, mit dem Ennera eine Bindung eingehen kann. Währenddessen hat Kissen keine andere Wahl, als sich gegen ihre Freunde zu richten. Sie muss den König um jeden Preis retten. Das nächste Buch erscheint ebenfalls am 1. August und ist von der lieben Carina Schnell geschrieben. Es ist der zweite Band ihrer Sommer in Südfrankreich-Reihe. Korallen Rosa heißt das Ganze und wie kann es auch anders sein, das Cover ist auch komplett in Rosa gehalten. Ein absoluter Eyecatcher, ein absolutes Mädchenbuch. Wenn man durch die Buchhandlung geht, würde ich definitiv auch dazu greifen, obwohl ich nicht so der riesen Rosa-Mensch bin. Und der erste Band hieß, glaube ich, Azurblau. Den habe ich bisher noch nicht gelesen, aber so Sommer in Südfrankreich, das klingt nach einer richtig schönen Sommerlektüre. Chloe verkauft Köstlichkeiten in einer Patisserie in Antibes und gönnt sich jeden Abend drei Himbeermacarons, während sie einen Liebesroman liest. Als der Engländer Ben in den Laden stolpert, stellt er Chloes beschauliches Leben gehörig auf den Kopf, denn in seiner Nähe erlebt sie zum ersten Mal Herzklopfen, von dem sie sonst immer nur liest. Doch Tech-Genie Ben ist nur für kurze Zeit in Frankreich, bevor er zurück nach London muss. Außerdem scheint er Probleme mit sozialen Interaktionen zu haben, auch wenn Chloe sich sicher ist, dass seine Blicke mehr bedeuten könnten. Und dann machen wir jetzt den 1. August-Hattrick voll. Da erscheint nämlich noch ein weiteres Buch, das heißt A Flirt for the Single Dad. Und ich bin da total gespannt drauf, weil es die komplette Reihe um Single-Väter dreht. Ich finde, das ist ein wunderschönes, neues Trope, weil sonst sind es ja immer die Single-Moms, die in den Büchern beschrieben werden. Und hier geht es einfach mal um Single-Väter und wie sie den Alltag mit Kind handeln. Ich meine, Emanzipation muss ja nicht immer nur in die eine Richtung gehen. Jetzt kann man auch mal die Sichtweise von alleinerziehenden Vätern sehen. Finde ich super spannend und Dane ist sowieso ein Knaller, den kennen wir schon aus dem ersten Band. Hier handelt es sich nämlich um den zweiten Band der Reihe. Und Dane ist einer meiner liebsten Charaktere aus Band 1 gewesen, die damals halt eben noch Sidekicks waren. Barinhaber Dane liebt Frauen und Partys. Er ist der ewige Bachelor im Single Dads Club. Aber warum kann er nicht aufhören, an Ava Pearson zu denken? Eine Frau, die Stabilität und Verantwortung schreit. Dabei hat er genug Verpflichtungen, seinen Sohn, seine Bar und kann keine weiteren Komplikationen gebrauchen. Vermutlich sind es die Cupcakes. Es müssen die Cupcakes sein, die ihn immer wieder zu der jungen Bäckerin führen. Jeder weiß schließlich, dass der Weg zum Herzen eines Mannes durch seinen Magen geht. Als Ava Dane eine Friends with Benefits Beziehung vorschlägt, nimmt er an. Denn schließlich ist es das, was er am besten kann, oder? Gehen wir weiter auf den 2. August. Da erscheint ein Buch, das eigentlich erst Mitte des Monats erscheinen sollte, aber dann irgendwie zwei Wochen vorverlegt wurde. Ich spreche vom 4. Band der Whitestone Hospitals-Reihe. Saved Dreams heißt das Ganze. Und die ganze Reihe sollte eigentlich schon längst auf dem Markt sein, aber hat sich echt lang gezogen. Ich weiß nicht, was es da für Probleme gab, dass, ich glaube, damals Band 3 so verzögert released wurde.
Aber jetzt haben wir Band 4 und ich muss gestehen, dass ich bisher erst den ersten Band gelesen habe, weil ich damals dann irgendwie nicht mehr so den Drang zu Krankenhausreihen hatte. Aber ich möchte es unbedingt nachholen, gerade weil Ava ja auch Saarländerin ist, hier aus Saarbrücken. Und das supporte ich doch dann sehr, sehr gerne. Manche Leben kann man nur retten, indem man andere loslässt. Der Job als Assistenzärztin am Whitestone Hospital gibt Jane Miller mehr Kraft, als sie jemals für möglich gehalten hätte, bis sie in die Gynäkologie versetzt wird und dort mit der Oberärztin Dr. Abby Clark zusammenarbeiten muss. Abby berührt sie, aber am schlimmsten ist, dass sie hinter Janes Fassade zu blicken und ihre dunkelsten Momente zu erkennen scheint. Kann Jane das zulassen und ihr Herz noch einmal für einen anderen Menschen öffnen? Als nächstes hätten wir ein Buch aus dem Hause Saga Edmond, das kommt ja sehr, sehr selten vor. Also ich glaube nicht, dass ich jemals in meinen Neuerscheinungsvideos ein Buch von ihnen auf dem Schirm hatte. Jetzt allerdings am 6. August erscheint eins, das mich doch sehr angesprochen hat. A Beautiful Flaw heißt das Ganze und ist der erste Band der Silver Lines Reihe. Und da heißt es, wann ist ein Mensch schön? Auf den ersten Blick ist Victoria das Ebenbild ihrer Schwester Sam, Star der gefeierten Regency Soap Silver Lines. Auf den zweiten Blick haben die Zwillinge nichts gemeinsam, denn Vic, die mit Make-up-Tutorials im Internet Tausende begeistert, würde ihr Gesicht nie vor einer Kamera zeigen. Eine Kooperation mit einem Kosmetikkonzern könnte Vics lang ersehnten Durchbruch bedeuten. Dafür muss sie ausgerechnet ans Set von Silver Lines reisen. Dort trifft sie neben Sam auch auf Lex, den männlichen Hauptdarsteller der Serie. Vic spürt, dass Lex genau wie sie seine Narben vor der Welt versteckt. Aber die Liste der Gründe, sich von Lex fernzuhalten, ist endlos. Doch dann holt die Vergangenheit die beiden Schwestern ein und alte Wunden reißen auf. Auf das nächste Buch freue ich mich schon sehr, sehr, sehr. Und da habe ich gerade auch gestern die Zusage bekommen, dass ich es vom Verlag zugeschickt bekomme als Teil der Kiss Crew. Da erscheint nämlich ein Buch mit 12 Autoren quasi. Ich habe das ja schon öfter gesehen bei Ravensburger, dass da der Adventskalender quasi 24 Geschichten hat. Also ein Buch mit 24 Geschichten als Adventskalender verpackt. Und hier ist es eben ein Buch mit 12 Kurzgeschichten für jeden Monat eine. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil auch sehr tolle Autoren vertreten sind, von denen ich natürlich auch schon einige Bücher gelesen habe. Im Frühling schmecken Küsse nach dem ersten Sonnenschein, im Sommer nach Vanilleeis und langen Tagen am Strand. Im Herbst werden nach Pumpkin Spice duftende Kerzen angezündet und im Winter prasselt das Kaminfeuer leise vor sich hin, bei einem heißen Kakao vom Tannenbaum. Das Jahr ist voller Veränderungen, aber eines darf in keinem Monat fehlen, die richtige Lektüre. 12 deutschsprachige AutorInnen haben für jeden Monat des Jahres eine großartige Geschichte geschrieben. Sie sind voll fesselnder Romantik, herzzerreißender Momente und natürlich bis zum Rand gefüllt mit den Tropes, die wir alle lieben. Zum Selbstlesen oder Verschenken, diese Anthologie lässt die Herzen höher schlagen, das ganze Jahr über. Am 14. August kommt ein neues Milliardärsbuch auf den Markt. Das ist ja normalerweise nicht so mein Main Throw, aber der Klappentext klang für mich sehr, sehr ansprechend. A Not So Meet Cute heißt das Ganze. Der Titel ist für mich irgendwie ein totaler Zungenbrecher, auch wenn es eigentlich gar nicht so schwer ist, aber irgendwie kriege ich ihn kaum richtig ausgesprochen, also so im normalen Redefluss. Ich weiß nicht, manchmal habe ich da so meine Probleme. Aber ja, ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor. Milliardär Huxley ist attraktiv, erfolgreich und kann sich kaufen, was er möchte. Nur eines fehlt ihm, eine Verlobte. Und dabei wäre es für seinen neuesten Business-Deal so unglaublich wichtig, eine Frau an seiner Seite zu haben. Doch wie soll er das anstellen? Durch Zufall trifft er bei einem Spaziergang auf Lottie und es könnte nicht besser laufen. Lottie lässt sich auf seinen Vorschlag ein und schlüpft in die Rolle seiner Fake-Verlobten. Mit allem, was dazugehört. Sie wohnen zusammen, gehen auf Dates, spielen das glücklich verliebte Traumpaar und sie begleitet ihn in gesellschaftliche Verpflichtungen. Nur eines ist nicht Bestandteil ihrer Abmachung, sich zu verlieben. Am gleichen Tag erscheint bei Heine auch ein Buch, auf das ich mich sehr, sehr freue. Dawn of Onyx, die Edelstein-Saga. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Der Klappentext ist zwar jetzt nicht so lang, aber irgendwas hat er, was mich gecatcht hat und warum ich das Buch dann auch hier mit aufgenommen habe. Und zwar heißt es hier: Arwen Vallandale ist keine Heldin und wollte auch nie eine sein. Doch dann fällt die junge Heilerin beim Versuch, ihren Bruder zu retten, den Schergen des Onyx-Königs in die Hände. Sie wird in dessen Schattenreich gebracht, wo sie die Onyx-Soldaten, die im Krieg gegen Arwens Heimat Ember verwundet wurden, mit ihren magischen Fähigkeiten heilen soll. Der Einzige, der ihr zur Flucht verhelfen kann, ist ihr Mitgefangener, der ebenso geheimnisvoll wie faszinierend ist. Doch im Reich des Onyx-Königs kann Arwen niemandem vertrauen, erst recht nicht ihrem eigenen Herzen.
Auf das nächste Buch freue ich mich auch schon enorm, weil ich die Reihe sehr, sehr schön finde und die Autorin einfach unheimlich schön schreibt. Also ich habe jedes Mal, wenn ich ein Buch von ihr in der Hand habe, so den Gedanken, es ist einfach unfassbar, wie gerne ich ihre Geschichten lese. Und zwar ist das die liebe Kira Kroh, da kommt der zweite Band der Lemon Agency Reihe raus, ich glaube so heißt sie. Sweet Lemon Agency Reihe, so heißt sie. Farbenrauschen heißt der zweite Band und da lautet der Klappentext wie folgt. Sie hassen sich, bis sie zusammenarbeiten müssen. In Frankas Leben zählen drei Dinge: Freiheit, Kunst und Freundschaft. Für Felix ist nur eins wichtig: seine Arbeit. Und auch sonst scheinen die beiden nichts gemeinsam zu haben, außer eine Vorliebe für Tattoos und spitze Kommentare. Bis die Grafikdesignerin und der Texter an einem großen Projekt zusammenarbeiten müssen und einander plötzlich in mehr als einer Hinsicht unter die Haut gehen. Zwischen hitzigen Schlagabtauschen und heimlichen Office-Dates kommen nicht nur ihre Gefühle füreinander an die Oberfläche, sondern auch die Geheimnisse, die sie seit Jahren unter ihrer rauen Fassade verstecken. Einen Tag später, am Feiertag, bringt die liebe Tonja Krüger ihr neues Buch auf den Markt. Ich habe tatsächlich noch gar nichts von ihr gelesen, außer mal in diesem besagten Ravensburger Adventskalender eine Kurzgeschichte. Aber damals habe ich behauptet, ich will auf jeden Fall noch was von ihr lesen. Würde sich jetzt anbieten, diese Reihe hier zu nehmen. Es ist eine Dilogie. Es erscheint jetzt der zweite Band. Er heißt Broken Heart Summer, Deep Blue Nights. Also Deep Blue Nights ist der zweite Band. Und es erscheint im Hause DTV. Ein Jahr ist vergangen, seit Ray sich entschieden hat, auf Hawaii und bei Cam zu bleiben. Eine Zeit intensiver Gefühle mit romantischen Abenden am Strand, aber auch leisem Zweifel. Passen sie und Cam wirklich zusammen? Genügt es ihr, immer nur in den Tag hineinzuleben, wo sie doch so zielstrebig auf ihr Studium hingearbeitet hat? Dann steht plötzlich Maya vor ihr. Alles ist wieder da. Die Freundschaft, die sie verbindet, ebenso wie die Liebe, die sie trennt. Aber vielleicht ist Maya genau die Freundin, die Ray jetzt braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Für ihre Liebe zu Cam oder ihr berufliches Weiterkommen. Das nächste Buch wird angepriesen als für alle, die Throne of Glass lieben. Ich sag mal so, Throne of Glass ist ungefähr hier, Endlevel. Und da ranzukommen ist nicht ganz so einfach. Es haben schon viele versucht und sind viele gescheitert. Bei Magic Study bin ich mal gespannt. Ich habe es auf jeden Fall mal auf der Wunschliste. Und ob das wirklich mit Throne of Glass vergleichbar ist, werden wir dann danach klären. Jenseits von Ixia liegen die Wurzeln der Magie. Als die Entdeckung ihrer magischen Fähigkeiten zu einem Hinrichtungsbefehl führt, bleibt Yelena nichts anderes übrig, als nach Citia zu fliehen, ihrem lang verschollenen Geburtsort. Dort hat sie die Chance, ihre Familie wiederzufinden, die sie nie kennengelernt hat. Doch Citia ist ihr fremd und die Menschen, denen sie zu vertrauen glaubte, begegnen ihr mit Misstrauen und Hass, sogar ihr eigener Bruder. Dann bekommt Yelena die Chance, in die Hauptstadt zu reisen. In der Zitadelle kann sie ihre magischen Fähigkeiten unter der Anleitung von Meistermagiern verfeinern. Während sie die Gesetze der Magie erlernt, trifft Yelena auch diejenigen, die keine Scheu davor haben, sie zu brechen. Und als ein abtrünniger Magier auftaucht, der es auf junge Frauen abgesehen hat, riskiert Yelena ihr Leben, um ihn zu stoppen. Das nächste Buch ist, sobald ich davon erfahren habe, direkt auf meine Wunschliste gelandet, weil ich einfach ein Herbstmensch bin. Früher habe ich immer gesagt, der Frühling ist meine liebste Jahreszeit, aber mittlerweile bin ich der absolute Herbstmensch. Ich habe mir heute Morgen sogar schon den ersten Kürbis gekauft. Und ich rede nicht von Essenskürbis, sondern von Dekokürbis. Wir waren nämlich noch für die Kleine Sticker kaufen, weil wir momentan im Stickerfieber sind. Und ich habe gesehen, die haben die Halloween-Deko schon draußen. Alles klar, ich mir so einen großen schwarzen Kürbis mit goldenem Gedöns gekauft. Habe zu Maler gesagt, so, ich habe jetzt deinen ganzen Quatsch auf dem Arm. Du trägst den Kürbis bis zur Kasse. Das Ende vom Lied war, sie hat mir den 1,2 Kilo Kürbis auf den Zeh geworfen, der jetzt gebrochen ist. Ja, Story of my life. Wäre ja nicht so, dass sie mir nicht schon die Nase gebrochen hätte. Aber ja, mein Kind ist manchmal etwas ungeschickt. Das jetzt aber nur nebenbei. Es geht aber im nächsten Buch nämlich um den Herbst. Meet Me in Autumn heißt das Ganze. Und wer sich das Cover anguckt, der sieht schon, ja, das Buch ist definitiv schon oder läutet schon das Herbst-Feeling ein, mein Feel-Good-Book-Feeling. Und wenn ihr jetzt den Klappentext liest oder hört, dann wisst ihr auch, warum ich das Buch direkt auf meine Wunschliste packen musste. Gilmore Girls, but make it spicy. Als Jeannies Tante ihr das geliebte Pumpkin Spice Café in der Kleinstadt Stream Harbor schenkt, ergreift sie die Chance auf einen Neuanfang, abseits ihres langweiligen Schreibtischjobs.
Dort angekommen trifft sie auf den Farmer Logan, der nichts für den Klatsch und Tratsch der quäligen Kleinstadtbewohner übrig hat und lieber für sich bleibt. Doch Jeannies Ankunft bringt Logans Routinen durcheinander und er will nichts mit der irritierend unbekümmerten Frau zu tun haben, auch wenn er sich auf unerklärliche Weise zu ihr hingezogen fühlt. Kann Jeannies fröhliche Einstellung den mürrischen, aber attraktiven Logan überzeugen oder hat das City Girl die einzige Person in der Stadt gefunden, die nicht ihrem Charme oder ihrem Pumpkin Spice Lattes erliegt? Ein weiteres buriges Finale erwartet uns ebenfalls im August. Ich habe die Reihe ja schon mehrfach in die Kamera gehalten. Ich mochte sie oder mag sie unheimlich gerne. Crown of Blood and Ruin ist jetzt der letzte, der finale Teil der Reihe. Ich habe Band 2 jetzt im Juli gelesen, das heißt, im Lesemonat werdet ihr ein bisschen mehr darüber erfahren. Jetzt im August erscheint, wie gesagt, der dritte Band und da heißt es: Du trägst die Krone der Fae, doch ist eure Liebe wirklich unsterblich? Weil Elise an der Seite des neuen Fae-Königs Valen regiert, hat sie das Volk der Menschen verraten. Von wenigen verehrt, von den meisten gehasst, wird ihre Liebe zum König der Fae auf eine harte Probe gestellt. Da erfahren Elise und Valen, dass ihre Feinde deutlich mehr Macht besitzen, als sie sich jemals vorgestellt haben. Klingen reichen nicht aus, um sie zu besiegen. Bedroht von Valens inhaftiertem Bruder und Elise brutaler Schwester stehen an allen Fronten Krieg bevor. Dieser Kampf könnte für Elise und Valen die Rettung sein oder das Ende. Dann sind wir jetzt schon am Ende des Monats angekommen, aber noch lange nicht am Ende des Videos. Der 28. August bringt uns nämlich dies Infinite Threads. Das ist der zweite Band der Disroven Kingdom Reihe. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe schon sehr, sehr viel Gutes von der Reihe gehört oder vom Reihenauftakt. Deshalb wollte ich das Buch unbedingt hier mit ins Video nehmen. Eine große Liebe, ein machtgieriger Herrscher, eine Königin vor ihrer schwersten Entscheidung. Alice, die zukünftige Königin des Chin-Volks und Cameron, Kronprinz des Reiches, das sie seit Jahrtausenden unterdrückt, sind ihren Gefühlen füreinander unterlegen. Und nun muss sich erweisen, ob diese unmögliche Liebe eine Zukunft haben kann und was sie bereit sind, dafür zu opfern. Das nächste Buch ist eigentlich gar nicht so mein Hauptgenre, aber ich habe es gesehen, habe mir den Klappentext durchgelesen und fand es mega witzig. Ein sehr guter Freund von mir, der lernt gerade Deutsch oder lernt, seit er hier in Deutschland lebt, Deutsch. Und wir haben damals gesagt, so ein paar Dinge muss man einfach können, unabhängig von der ganzen Grammatik und den ganzen Wörtern, die man halt so lernen muss. Aber eine Sache muss man sich definitiv merken und zwar ist das der Spruch: Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Und wir machen da immer so unsere Insider-Späßchen drüber. Und jetzt erscheint einfach ein Buch, das heißt Nicht zu alt für diesen Scheiß. Und ich habe es gesehen und dachte, das musst du definitiv lesen und oder ihm schenken. Vielleicht kann er es ja irgendwann dann selbst lesen. Was tut man, wenn man seinen langjährigen Ehemann mit der unsympathischen Nachbarin in mehr als eindeutiger Situation erwischt? Sylvia weiß die Antwort. Man nimmt die Krise als Chance und bricht zusammen mit der besten Freundin nach New York auf. Ein Neustart ist eindeutig überfällig. Und wenn man als gestandene Frau mit erwachsener Tochter nicht alt genug ist, endlich einmal an sich selbst zu denken, wann dann bitte? Tapfer meistert sie jede noch so große oder kleine Schwierigkeit und schafft es sogar, einen Traumjob als Hochzeitsplanerin an Land zu ziehen. Doch Ehemann und Tochter möchten sie nicht so einfach ziehen lassen. Außerdem gibt es da noch die mehr als heikle Frage: Schafft Sylvia in New York auch den Neuanfang in Sachen Liebe? Ich muss gerade lachen, weil während ich den Klappentext vorgelesen habe, hat er mir eine WhatsApp geschrieben und ich habe bestimmt schon 2 Wochen nichts von ihm gehört. Also ich glaube, dem haben gerade die Ohren geklingelt. Kommen wir zum nächsten Buch, auf das ich mich auch schon sehr, sehr freue. Also der August bringt sehr viele gute Bücher und vor allem Fortsetzungen raus. Honesty 2 kommt nämlich auch und ich habe euch ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, dass ich Franzis Bücher einfach sehr, sehr liebe. Band 1 fand ich schon grandios und ich freue mich ganz, ganz arg auf diese Fortsetzung. Seit Grayson ihr die Wahrheit über die korrupte Regierung Zestebais erzählt hat, liegt Mays Welt in Scherben. Denn ihr Bruder Nick ist gerade als jüngstes Parlamentsmitglied vereinigt worden und sie muss sich entscheiden, auf wessen Seite sie steht. Auf der des Widerstands oder bei ihrer Familie, die ihr bisher alles bedeutet hat. Doch May kann nicht länger tatenlos dabei zusehen, wie die Bewohner Zestebais betrogen werden. Als sie für PR-Zwecke unfreiwillig in den Fokus der Medien gerät, beschließt sie, ihren Ruhm zugunsten des Widerstands zu nutzen und selbst tiefer in die Geheimnisse der Regierung einzutauchen. Auch wenn das bedeutet, sich öffentlich gegen den Mann stellen zu müssen, für den ihr Herz in Wahrheit schlägt. Die liebe Bianca Iosivone bringt auch eine weitere Reihe zu
Ende. Und zwar erscheint jetzt der dritte Band ihrer Golden Bay-Reihe. Ich habe sie leider noch nicht gelesen, obwohl ich Biancas Bücher eigentlich sehr, sehr gerne mag. Irgendwie hat es sich noch nicht ergeben, da mal in Band 1 reinzuschnuppern. Aber wie gesagt, jetzt kommt schon der finale Band. Das heißt, man hätte die Möglichkeit, die ganze Reihe in einem Rutsch zu lesen. Also Golden Bay klingt zwar sehr sommerlich, also bin mir nicht sicher, ob ich das dann über Herbst-Winter lesen möchte, aber ich schreibe es mir zumindest mal auf die Wunschliste. Gerade als Golden Bay sich wieder wie ein Zuhause anfühlt und Ember auf einen Neuanfang mit Holden hofft, wird er vor ihren Augen verhaftet. Sie kann nicht fassen, was er getan und ihr all die Jahre verheimlicht hat. Mit der Renovierung ihres Elternhauses versucht sie, sich abzulenken, doch der Schmerz und die Sehnsucht sind allgegenwärtig. Wie soll sie Holden je wieder vertrauen? Und was, wenn da noch mehr ist, was er ihr verschweigt? Der Vergangenheit kann man nicht entkommen, das muss Holden bitter einsehen, als er Embers Vertrauen endgültig verspielt. Seine letzte Chance auf ihre Vergebung ist, ihr endlich die ganze Wahrheit zu erzählen, doch damit würde er ihr Leben erneut zerstören. Holden liebt sie zu sehr, um ihr das anzutun, selbst wenn das bedeutet, keine Chance mehr auf eine gemeinsame Zukunft mit Ember zu haben. Das nächste Buch ist von der lieben Jennifer Bright geschrieben. Ich habe es tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, bis ich die Recherche zum Video gemacht habe und das Cover mir ins Auge gesprungen ist. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt nur durch Bookstagram gescrollt hätte, hätte ich es nicht gefunden, weil es jetzt auch nicht so das Mega-Hype-Buch ist. Aber ich bin gespannt, der Klappentext klingt auf jeden Fall mal sehr vielversprechend. Seitdem ihr Elternhaus in Flammen aufgegangen ist, wird Summer von Albträumen geplagt. Einzig beim Kitesurfen fühlt sie sich frei. Als der mysteriöse Student Aris in ihrer WG in der Kleinstadt am Meer zieht, macht er sie wahnsinnig. Doch auch vom ersten Augenblick an fühlt Summer sich zu ihm hingezogen. Als Aris von ihren Albträumen erfährt, versteht er sie so gut wie niemand sonst, denn niemand weiß, dass er ebenfalls tiefe Wunden in sich trägt. Als Summer mit Aris beginnt, die Wahrheit über den Brand ihres Elternhauses aufzudecken, stoßen sie auf eine schockierende Verwicklung. Auch die liebe Laura Labers schließt im August eine weitere ihrer Reihen ab. Ich habe ja schon zwei von ihr hier im Regal stehen. Das hier ist die Night of Shadows Reihe. Wie heißt der zweite Band? Muss ich gerade nochmal gucken. Die ewige Nacht, so heißt der zweite Band. Und da heißt es wie folgt. In Wimborne bricht die ewige Nacht herein. Hexen fürchten aufgrund der lang andauernden Nächte um ihr Leben. Der charismatische König der Fae zwingt die junge Hexe Billy, eine magische Verbindung zu ihm einzugehen, während der gut aussehende Vampir Tian versucht, sie zu retten. Okay, Tränen mit Kind. Wird Billy von widersprüchlichen Gefühlen geplagt. Um zu überleben und den Hexen von Wimborne eine Zukunft zu ermöglichen, muss sie entscheiden, wem sie vertrauen kann. Der Monat ist einfach voll von tollen Autoren und Autorinnen. Die liebe Katinka Engel bringt nämlich auch ein weiteres Buch auf den Markt. Words Unspoken heißt das Ganze und ich freue mich wirklich sehr drauf, weil sie einfach sehr, sehr toll schreiben kann. Ich mag es, wie sie die Welten aufbaut oder wie sie die Geschichten aufbaut und sie hat mich eigentlich immer schon von den ersten Seiten an direkt mit in die Geschichten gezogen. Die Gedichte des Street-Poeten Jethro berühren die Menschen weltweit, obwohl niemand seine wahre Identität kennt. Auch Lektor Bash ist ein Fan und versucht seit längerem, Jethro für sein Buchprojekt in seinem Indie-Verlag zu gewinnen. Als er die Agentin des mysteriösen Poeten kennenlernt, scheint sein Traum zum Greifen nah. Die eher verschlossene Camille fasziniert Bash immer mehr, auch wenn Gefühle zu einer professionellen Beziehung nichts zu suchen haben. Doch dann erfährt Bash etwas, das das geplante Buchprojekt ins Wanken bringt und ihn an allem zweifeln lässt, dass er zu wissen geglaubt hat. Von dem nächsten Buch habe ich euch schon auf Instagram erzählt. Da habe ich nämlich die Vorgeschichte als Leseexemplar bekommen. Also ich nenne es jetzt nicht mehr Lexen, ich zeige es euch mal kurz. Und zwar ist das nämlich Morrigan. Das habe ich die Woche gepostet. Ich habe hier so ein unverkäufliches Leseexemplar bekommen mit einem Einblick in die Geschichte. Das ist die Vorgeschichte zur Die Chroniken der Verbliebenen Reihe. Da erscheint nämlich auch jetzt der erste Band im August. Der Kuss der Lüge ist der erste Band. Ihr kennt das bestimmt schon unter einem anderen Cover. Die bringen jetzt eine Schmuckausgabe raus. Im August erscheint, wie gesagt, der erste Band und zeitgleich erscheint die Vorgeschichte zu der kompletten Reihe, also die Geschichte rund um Morrigan. Ich lese euch jetzt einfach mal die Klappentexte zu beidem vor. Fangen wir mit Der Kuss der Lüge an.
Lia ist die älteste Tochter im Königshaus Morrigan. Gerade mal 17 Jahre alt soll sie mit einem Prinzen verheiratet werden, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Doch die Prinzessin entscheidet sich, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen. Sie flieht und heuert weit entfernt von zu Hause in einer Taverne an. Dort lernt sie zwei Männer kennen, die sofort ihre Aufmerksamkeit erregen. Was sie nicht weiß, beide sind auf der Suche nach ihr. Einer wurde ausgesandt, um die Königstochter zu töten, und der andere ist ausgerechnet jener Prinz, der sie heiraten sollte. Schnell fühlt sich Lia zu beiden hingezogen. Das wäre quasi die Hauptgeschichte. Und in der Vorgeschichte heißt es, vor langer Zeit kämpfte das Mädchen Morrigan mit ihrer Familie ums Überleben. Ihre Geschichte spielt in einer Zeit, bevor Lia und Rafe, Kasi und Jace geboren waren und sogar noch vor der Gründung der großen Königreiche. In der illustrierten Schmuckausgabe erzählt Mary E. Pearson gefühlvoll und märchenhaft von diesen langen vergangenen Zeiten. Sie lässt die Magie der Vorzeit wieder auferleben und zieht die Fans hinein in Morrigans Geschichte und die hochromantische Liebe zu einem Jungen, die unter allen Umständen verboten ist. Das nächste Buch habe ich jetzt schon sehr, sehr oft auf Instagram gesehen und vor allem auch auf TikTok. Es ist mal wieder so ein TikTok-Made-Me-Buy-It-Buch. Da bin ich ja immer so ein bisschen zwiegespalten, aber da es sich um den zweiten Band der Reihe handelt, dachte ich mir, okay, nimmst du es einfach mal mit ins Video auf. Der erste Band scheint halt gut angekommen zu sein, von daher gehe ich mal davon aus, dass der zweite Band auch, ja, rege gekauft wird. Ich wollte ihn euch definitiv dann aber nicht vorenthalten. Die 19-jährige Kailani hat ihr ganzes Leben unter Menschen mitten in Nightfall verbracht. Weil ihre Tante dringend Medikamente benötigt, begibt sie sich in die Hände des Elfenkönigs Rife Lightstone, der sofort durchschaut, dass Kailani in Wahrheit eine Halbelfe ist. Als seine persönliche Assistentin soll sie sofort an ihre Schulden begleichen. Im Auftrag des Elfenrats soll Kailani eine Partnerin für den König finden, was sich als äußerst schwierig gestaltet. Doch die Zeit drängt, denn der Rat will Rife erst wieder im Kampf gegen die Nightfall-Königin unterstützen, wenn die Zukunft des eigenen Reichs gesichert ist. Kurzerhand gehen Kailani und er daher eine Fake-Ehe ein, mit ungeahnten Folgen. Wir bleiben beim 30. August. Alle letzten 3-4 Bücher sind für den 30. angekündigt. Auch dieses hier, Goddess of Fury heißt die Reihe. Dein Herz so steinern wird der erste Band sein. Es geht auch um die griechische Mythologie und da bin ich ja ein riesen Fan von. Deshalb muss dieses Buch definitiv hier ins Bücherregal. Die Ewigkeit des Hades vor Augen. Angeblich sucht Euryale in London nur einen Ehemann. In Wahrheit ist sie die Tochter einer Göttin. Styx, der Fluss der Unterwelt, ist durchlässig geworden und gefährdet die Welt der Sterblichen. Nun ist es an Euryale, das Leck zu versiegeln. Er soll ihr letzter Auftrag sein. Erfüllt sie ihn, wird aus ihr eine Furie. Ausgerechnet Deacon, angehender Geschichtsprofessor und Euryales, ich finde den Namen furchtbar, sorry, größter Kritiker, ist ihre einzige Hoffnung. Denn er kann die Lebensfäden der Menschen sehen. Gemeinsam stürzen sie sich in die Londoner Gesellschaft und plötzlich muss sie sich fragen, ob ein Leben im Hades den Preis ihrer Liebe wirklich wert ist. Die liebe Brittany C. Cherry wird am 30. August auch ein weiteres ihrer Bücher auf den Markt bringen. Sie startet eine neue Reihe und für mich ist sie einfach die Queen der Herzen. Also es hat fast noch kein Autor so wie sie geschafft, mich zu zerfleischen, mein Herz in 1000 Teile zu reißen und wieder zusammenzusetzen, um es dann wieder zu zerreißen und wieder zusammenzusetzen. Also sie macht das schon sehr, sehr gut und ich freue mich definitiv auf die neue Reihe. Was wir im Stillen fühlten, heißt der erste Band und der Klappentext lautet wie folgt. Yara Kingsley hat nach einer schlimmen Trennung genug um die Ohren. Dass sie ständig mit Sternekoch Alex aneinander gerät, der gerade sein neues Restaurant gegenüber von ihrem Geschäft eröffnet hat, ist das Letzte, was sie jetzt braucht. Doch beide können auch nicht leugnen, dass zwischen ihnen nicht nur die Fetzen fliegen, sondern bei jeder Begegnung auch ein heißes Knistern in der Luft liegt. Und als Alex Yaras Hilfe benötigt, ist das ihre Chance auf eine Gegenleistung. Sie gehen gemeinsam auf die Hochzeit von Alex' bestem Freund und Yaras Ex ein klares Signal zu setzen. Doch sie hat nicht damit gerechnet, dass sie alles an Alex plötzlich viel zu sehr daran erinnert, wie die Liebe sein kann. Das letzte Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, hat mich bei der Recherche ein bisschen verwirrt. A Touch of Chaos von Scarlett St. Clair ist der 4. Band der Hades- und Persephone-Reihe, die aber eigentlich als Trilogie angepriesen wird. Also ich bin mir gerade sehr, sehr unschlüssig, ob das nicht vielleicht doch noch ein Prequel ist oder ob das irgendwas anderes zu bedeuten hat, dass doch keine Trilogie werden sollte. Also wenn ihr da mehr Infos habt, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich lese euch gerne jetzt den Klappentext vor und bin gespannt, ob jemand mich da, updaten kann.
Persephone, die Göttin des Frühlings, hätte nie gedacht, dass ihre kurze Begegnung mit Hades im Nevernight ihr Leben für immer verändern würde. Jetzt befindet sich die Götterwelt in einem erbitterten Krieg. Das Leben, das sie kannte, droht im Chaos zu versinken. Und Persephone hat keine andere Wahl, als sich der Rolle zu stellen, die ihr vorbestimmt ist. Göttin, Ehefrau und Königin der Unterwelt zu werden. Auch wenn dies bedeutet, die Dunkelheit anzunehmen, die schon längst von ihrem Herz Besitz ergriffen hat. Das waren alle Bücher, die so in meinem Beuteschema im Monat August erscheinen. Ich packe sie euch wie immer unten in die Infobox. Es sind ein paar geworden und es sind auch einige, die auf meiner Wunschliste gelandet sind. Nicht alle, aber ein guter Teil davon. Klickt euch einfach mal durch, schaut sie euch genauer an und sagt mir gerne mal, welche davon euch interessieren würden oder welche ihr vielleicht schon vorbestellt habt, auf eurer Wunschliste habt oder. Würde mich sehr, sehr interessieren und dann können wir uns gerne dazu austauschen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!